Hallo Leute, hier ist wieder Senil an meiner Seite nochmal Tobias. Ich grüße euch erneut. Genau, wir haben ein weiteres Filmreview für euch und zwar Terminator 1. Das Original von 84. 84? Okay. 84 oder was? 83? Na, jedenfalls ist irgendwie früh 80er. Genau. Und es ist von meinem absoluten Lieblingsregisseur. Ihr könnt die Gänsefüße nicht sehen, aber ihr hört Er sie in hat sie meiner gerade übrigens Stimme. angewendet, ja. Ja, wirklich, auch wenn es unglaublich peinlich aussieht. James Cameron. Müssen wir jetzt eigentlich auch mal fast ein Special über ihn machen und seine Filme? Eigentlich würde sich das viel eher anbieten, ja. Ja, wer ehrlich sind, aber was soll's, wir sprechen erstmal hier über Terminator 1. Sein erster Film, soweit ich weiß, Ja, also erster Film ist. ist, nicht, war nicht erster Film, es war zumindest ein Durchbruchsfilm. Mit damals sehr kleinem Budget. Und ist über den Drehbuchautor was bekannt? Nee, leider nicht. Okay. Weil die arme Sau tut mir bis heute noch leid. Weil die hat wahrscheinlich kein Geld davon gesehen. Also mal ganz kurz, ja, wahrscheinlich nicht. Also mal ganz kurz, ich glaube, es war fast auch Cameron's Drehbuch, kann auch sein. Mal ganz kurz, ja, klar zu manches, ja. Naja, also mal ganz kurz zur Handlung. Also ein Cyborg, ich meine ein Android, ein sogenannter Terminator, wird durchs Fenster zurückgeschickt, um Sarah Connor zu töten. Sarah Connor wiederum ist die, Ist keine Sängerin aus Deutschland? ja, das auch, auf jeden Fall ist es nicht. Es ist nämlich die Mutter von John Connor. Also der jetzt in Terminator gar nicht geboren ist. John Connor wird nämlich eines Tages nach dem Dritten Weltkrieg, den die Maschinen also sozusagen wieder lostreten, sozusagen die Menschheit über zum Sieg über die Maschinen führen. Ja, der Terminator kommt jedenfalls aus so einer total düsteren, zerstörten, apokalyptischen Welt und wird halt eben die Mutter des Anführers töten, damit halt eben dieser Aufstand niemals stattfindet. Also an sich eine kleine, ja, eine kleine Zeittransaktion halt eben. Hinterher kommt eben auch noch Kyle Reese, ein Soldat der Zukunft, aus dieser trostlosen Zukunft, der Sarah Connor schützen soll. Erstmal zur Handlung. Und die beiden sind eben nur im Duell. Genau. Besonderheit an diesem Zeitreiseportal ist, man kann dort nichts Unorganisches durch. Nichts so, dass also nichts, was nicht lebendig ist. Nichts, So. was nicht lebendig ist, durchschicken. Genau. Warum denn ausgerechnet eine Maschine durch kann, auch wenn sie Außenhaut, die lebt hat, weil da sogar Blut ist. Ja, trotzdem ist der Innenraum und das Ding und ein, Entschuldigung, ein Röntgengerät wurde wann erfunden? 1895. Ja, 1895 gab es schon Röntgengeräte. 1985 hat man daran aber nicht mehr gedacht. Entschuldigung, ja, ihr habt schon mal gehört, was ich von dem Film halte. Ja, muss auch sagen, ganz ehrlich, wenn der Impuls was durchgehen kann, was, naja, Bruce lebt, aber andererseits, wenn der Terminator mit seinem inneren Skelett durchkommt, muss man sich fragen, warum hat er eigentlich irgendwie keinen eingebauten Beutel? Oder warum schluckert eben zum Beispiel Kyle Reese nicht zum Beispiel irgendwie ein paar Patronen aus der Zukunft? Oder warum hat er zum Beispiel keine Pistole im After? Was ja auch Ja, gehen könnte. irgendwie sowas hätte man machen können, aber genau. Was okay an dem Film geht, der Terminator geht durch die Welt, lernt ein bisschen die Sprache aus der Zeit. Der ist wahrscheinlich die beste Figur im Film, weil wir ehrlich sind. Ja, zumindest die sinnvollste Figur im ganzen Film. Ja. Lernt ein bisschen die Sprache aus der Zeit, besorgt sich Waffen bei einem Waffenhändler, den er selber erschießt und so weiter. Das geht völlig in Ordnung. Und verfolgt halt alle Sarah Connors, die es so gibt. Systematisch im Telefonbuch nach. Systematisch nach dem Telefonbuch, was auch irgendwo okay geht. Und letzten Endes hört das halt die wirkliche, die gemeinte Sarah Connor im Radio und traut sich auch nicht ganz nach Hause. Und letzten Endes wird wirklich ihre Wohnung angegriffen und ihre Mitbewohnerin samt Freund werden erschossen. Der Typ gibt sich, der Terminator gibt sich noch irgendwann als ihre Mutter aus und sie ist auch auf der Polizeistation und die Polizeistation wird angegriffen und sie kommt dort nur ganz knapp In einer raus. sehr guten Schießerei übrigens. Diese Schießerei-Polizeistand, die war ganz gut. Die war okay. Ja. Die war in Ordnung, sagen wir mal, und kommt dort letzten Endes nur raus, weil der Gefangengenommene, wie heißt er jetzt? Kyle Reese. Kyle Reese, ja, der Charakter ist so unbedeutend, ich habe seinen Namen vergessen, schon wieder, sich dort befreien kann und sie vor dem Terminator wegzieht. Letzten Endes fliehen sie und suchen Unterschlupf unter einer Brücke im Park, wo täglich mehrere Leute langkommen, wo jederzeit ein Penner sie überraschen könnte oder ein aufmerksames Geräusch machen könnte. Hinter ihnen ist der Terminator, der theoretisch gesehen 20 mal so schnell wie sie sein müsste, aber nein, ist er nicht. Entschuldigung. Ja, ich verstehe einfach nicht. Der hätte sie eigentlich erledigen müssen innerhalb der kurzen Zeit, die da dort war, und dann wäre es gut gewesen. Dann hätte man sich die restlichen zwei Filme sparen können. Naja, es gibt noch drei Filme sogar, es kommt noch Teil 4, wie kann man nicht werten. Es gab einen vierten Film? Es gab einen vierten Teil, Terminator Salvation, die Erlösung. Spielt nach dem Krieg, ja, der ist ganz furchtbar, der ist ganz, ganz furchtbar. Den habe nicht mal ich und nee, den kann man sich nicht angucken. Also das finde ich fast ein eigenes Video, weil er so furchtbar ist. Da spielt übrigens Christian Bale, spielt übrigens später den erwachsenen John Connor. Völlig, Oh. ganz furchtbarer Film. Oh. Egal. Ja, man muss eigentlich sagen,
Die Zukunft des Erzählens an sich, die war halt eben billig gemacht. Man merkt eben, dass der Film ein ganz begrenztes Budget hat. Aber man muss zugeben, es hat fast schon diesen Star Trek TOS-Charme. Also aus wenig Mitteln holt man ganz was Passables raus, wie ich finde. Ah, das geht okay. Wie gesagt, letztendlich ist es also wirklich nur, ist eine relativ kurz erklärte Handlung. Der rennt vor ihm weg und letzten Endes besiegt er ihn mit Sprengstoff. Weil man braucht unbedingt einen Typen aus der Zukunft, der weiß, wie man sich zerstört. Mit Sprengstoff. Mit Weil man nämlich in selbstgebauten der Bomben. Zeit damals noch keinen Sprengstoff kannte. Ganz recht. Und wenn, was nimmt er dafür? Und zwar selbstgebaute Bomben aus der Gegenwart. Also Bomben, die jetzt im Grunde jeder Typ ein bisschen Militärerfahrung auch heutzutage ohne weiteres herstellen könnte. Ganz Ganz ehrlich. genau. Und warum ist er zurückgereist? Richtig, weil er sich aufgrund eines Fotos in diese Frau verliebt hat. Das ist ganz schön kitschig. Und letzten Endes wird er dadurch zum Vater von John Connor. Genau, also John Connor schickt halt eben seinen eigenen Vater zurück, um seine Mutter zu retten. Was er aber nicht wusste. Die Zeitreise-Paradoxon dennoch schön. Man erfährt übrigens auch noch in Teil 2, wie es eben noch weitergeht mit Skynet. Also Skynet ist quasi das Computernetzwerk, was eben später die Menschheit angreift. Und in Teil 2 erfährt man dann, wie es entstanden ist. Also die Zeitreise-Paradoxien in den Filmen sind letztendlich interessanter als die Filme selbst, wenn man ehrlich ist. Ja, die Grundidee ist gut, die Umsetzung ist furchtbar. Und der Film ist sehr langsam. Auch unglaublich schlecht gealtert, finde ich. Man sieht es einfach wirklich deutlich an. Also ganz ehrlich, da fand ich den, wie hieß dieser Film auf dem fremden Planeten, wo die alle atomar verseucht sind? War das der Original Total Ich weiß nicht, was meinst du, schreib mal. Recall? Wo die Gesichter schmelzen und der auf diesem Planeten ist und die Mutierten, die in der Atomzone leben mussten, den du mir gezeigt hast. Der meint echt nichts. Ja, vergiss es. Also ich meine halt einen Science-Fiction-Film auf einem fremden Planeten, wo halt die Gesellschaft sehr, sehr unterteilt ist. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie er heißt. Der meint gerade nicht. Naja, aber wahrscheinlich war der Eltern besser. Also auf jeden Fall ist er irgendwann verbrennter in der Außenwelt sozusagen, außerhalb der Stadt. Das könnte Total Recall sein. Dann war es Total Recall. Also es ist so trashy wie Total Recall in langsam Und mit da. Arnold Schwarzenegger und langweiligen Nebenfiguren. Einem mittelmäßigen Soundtrack, aber einer ganz guten Idee. Ja, also Kyle Reese, der hätte man sich echt checken können. Also ganz ehrlich, hätte genauso gut irgendein Polizist sein können, dass wir sie einsetzt. Ganz Oder irgendein genau. guter Freund, der zu ihr steht. Ja. Aus der Gegenwart. Okay, der hätte Oder der natürlich. Polizeichef, der super war, als einziger Charakter. Ja. Es gab ein paar schöne Szenen, was man sagen muss. Also, dass ich anmerken, durchaus, auch mit dem Terminator halt eben, der vor allem die Szene mit ihm. Zum Beispiel, wo er jedenfalls auf dem Bett sitzt und sich da eben zurecht macht. Also, ihm fehlt jedenfalls bereits die Außenhülle von seinem linken Auge, also die organische Außenhülle, das Auge ist noch da. Aber die, sozusagen, die Bioschicht fehlt halt eben und er fängt an zu stinken, weil er ein bisschen verrottet. Und der Terminator klopft auf jeden Fall die Tür. Ey, hast du eine tote Katze oder was? Und er wählt quasi die Antworten aus. Ja, nein, bitte kommen Sie später wieder. Verpiss dich, du mieser Wichser. Und er wird jedenfalls die 4 angewählt. Verpiss dich, du mieser Wichser. Also, ein paar schöne Szenen waren da. Ja, die halt auf diesem Terminator-Gehabe aufgebaut haben. Und da setzt sich wirklich eine Sonnenbrille als Tarnung auf, wodurch halt auch dieses Kultbild von ihm entstanden ist. Was hier da auch Sinn macht, in Teil 1 noch. Ja, allerdings muss ich einfach sagen, dass sämtliche Running Gags, die auf diesem Film basieren, besser funktionieren als in dem Film selbst. Ja, das war I'll be back, ich komme wieder. Ja. Ist auch nicht so prall, die Szene, weil ehrlich ist. Ja, die kommt auch sehr, sehr Blutleer. langsam und langweilig rüber. Hasta la vista, Baby, kommt übrigens aus dem zweiten Film. Stimmt, ja. Nett war es jedenfalls auch wieder ganz zu Anfang, diese drei Linksautonomen, was es da war, alle macht, um meine Kleidung gerade zu kommen. Weil er gerade nackt dort durchgeht und sie sich um ihn lustig machen. Ja, aber letzten Endes war es das eigentlich. Ja, also Terminator, wie gesagt, 1, da muss ich sagen, unterm Strich, mit viel, viel Bonus. Also es war durchaus ein Weg von der Sci-Fi-Film, er hat die Karriere von James Cameron begründet, wahrscheinlich hasst ihn deswegen auch so sehr. Nicht Nee, nur. es hat nicht mal was damit zu tun. Naja, also was soll man da so groß sagen? Also in den 80ern, als er rauskam, war der wahrscheinlich gut. Will ich mir vorstellen. Mittlerweile ist er nicht so toll gealtert. Also man kann sich immer noch angucken und auch einfach, um zu wissen, wie die Filme damals gemacht wurden. Und er legt jedenfalls die Grundlage für ein paar schöne Zeitreise-Paradoxe, die man mehr nachher nicht denken kann als den ganzen Film. Hat per se eine nette Botschaft mit der Kriegsverhinderung. Aber ist eigentlich doch ein bisschen überschätzt, wenn man es ehrlich ist. Also mit viel drumherum, er ist nicht so toll wie dieser Mythos drumherum. Muss man ehrlich sagen. Was wird es jetzt, sagen wir mal, wieder Prozentwertung geben, persönliche? Terminator 1. Also ich fand Teil 2 wesentlich besser, wenn ich ehrlich bin. Natürlich gerade so. Warte mal ganz kurz.
Boah, schwierige Frage eigentlich. Ich würde wirklich mit, weil ich wohl weiß nicht, was wofür er steht und wo und ja, wie kreativ er damals auch gewesen sein muss, als er rauskam, würde ich im Film wirklich noch eine 70 geben, aber mit viel Augen zu drücken. Eigentlich objektiv eher 60. Wenn ich es mit diesem im Hinterkopf, was es quasi für das Genre. Science-Fiction-Kino gemacht hat, würde ich ihm 40 geben. Da es rein persönlich ist, 33. Konnte ich aber nicht ganz verstehen. Und da ist es immer noch, das ist trotzdem der zweitbeste James Cameron-Film, den ich gesehen habe. Der einzig erträgliche ist Alien 2. Aber auch nur Wegen in der, Vasquez. eigentlich nur wegen Vasquez und wegen der, weil es in der Reihe funktioniert. Ja, weil es stilprägend war auch hier da. Also auch hier, wir sehen ja hier einen Cameron-Film, der Dutzende, wenn nicht gar hunderte Ableger nach sich geworfen hat. So eine kleine Sache noch wegen Zeitreise-Paradoxon, das will ich erwähnen. Das Beste an Filmen sind eigentlich die Trümmer vom ersten Terminator. Ja, die werden jedenfalls später geborgen und in Teil 2 erfährt man dann jedenfalls, dass aufgrund dieser Lage dieser Trümmer wird der Skynet-Computer, also dieser Supercomputer, konstruiert. Das heißt, Skynet hat sich durch den Zeitreise selbst erschaffen. Das ist nett. Das ist eine nette Idee, aber wie gesagt, eine nette Idee kann auch schlecht umgesetzt sein. Das ist hier sicherlich gegeben. Genau. Also wie gesagt, ich bin absolut unterwältigt von diesem Film und ich habe versucht, ihn so positiv wie möglich zu sehen. Da du mir gesagt hast, dass der Typ damals noch motiviert am Filme machen war, Auch, merkt man zumindest. ich merke es nicht. Na gut, ich merke das. Also er war damals zumindest noch ein bisschen besser als heute. Weil, ich meine, James Cameron, der braucht irgendeinen Film anzufassen und der wird zu golden. Das weiß der Mann auch und das merkt man auch deutlich bei ihm. Siehe Avatar. No comment. Ja, Avatar bekommen werden wir uns nicht durchsprechen. Das ist die Sache, die Zeit auch gar nicht wert, ganz ehrlich. Wir könnten es tun, halt schon die ganzen Fehler zu decken, die in dem Film drin sind. Übrigens sehr viel mehr als ein Terminator. Aber nee, lohnt sich echt Nee, nicht. Wer wird nicht fertig das. mit? Nein. Gut. Leute, ich würde sagen, das reicht auch. Ich habe genug über den Film abgehatet. Tobias hat versucht, noch das Positive daran zu aufrechtzuerhalten Es gibt und positive Seiten da. Also. das habe ich nicht gesagt, dass es gar keine gibt, deswegen gibt es ja immer noch die 33 und nicht die 0%. Ah, verstehe, gut. 0% würde maximal Spring Breakers kriegen. Spring Breakers ist genial. Ja, also schlechter Terminator. Ich bin mir nicht sicher. Oh, meine Güte. Gut. Dann, ja, danke fürs Zuhören, falls einer zugehört hat, was ich ehrlich gesagt fast bezweifeln möchte. Aber trotzdem danke. Und dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, euer Semni und Tobias. tschüss.